Süß noch ein Augen. Endlich Ferien. Wir haben uns so drauf gefreut. Ach, schön, schön. Der riesige Riese. Die gruselige Hexe Emma. Und der böse Zwerg Rumpold. Das werden die schönsten Figuren in meiner Geisterbahn. Was war das? Oh Mann! Ich glaube, mein Känguru hüpft rückwärts da! Hey, dein Topf ist explodiert! Mein Knallerbsenmus? Oh, ich fass es nicht! Cool. Hey, was hast denn du da reingemacht, du Hirnfrosch? Schießpulver? Faule Eier? Hier! Hey! Fatsch! Oh. Jetzt sieht er wirklich gruselig aus. Umbo! Wir müssen das wieder abwischen, bevor Opa zurückkommt. Oh, das gibt mega Stress. Hier. Mann, was hast du da bloß reingemacht, ey? Zement, Backpulver. Das geht ganz schwer. Ach, Kotzmist. Wir müssen das irgendwie einweichen oder... Ich hab's. Wir legen die da hinten einfach in den alten Feuerlöschteich. Da können die eine halbe Stunde weichen. Galaktische Idee. Na los. Ja. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Ein buntes Lager lustiger Leute. Kommt her, kommt schnell, hier gibt es was zu sehen. Kreuzspinne und Kreuzschnabel. Was muss mein trüber Blick erkennen? Hexe Emma, wir sind erweckt. Unser verzaubertes Dasein als Holzfiguren ist beendet. Es war aber auch ekelhaft, Tag aus, Tag ein zu stehen in einer Gruselbahn, um Leute zu erschrecken. 40 Jahre lang habe ich mit meinem Glühfinger den Leuten vor der Nase herumgewedelt. Ich musste zweideutige Geräusche von mir geben. Es war erniedrigend. Ich bin zu Höherem geboren. Wir befinden uns in einer anderen Zeit als wir geboren. Verwandelt wurde ich vor gut 200 Jahren. Weshalb wurdest du in Holz verwandelt? Das tut nichts zur Sache. Neugieriges Weib. Ach, hier seid ihr. Och, ja, deine Geisteskraft ist durch nichts zu überbieten. Oh, seht mal da drüben. Auf dem großen, bunten Wagenrad. Da sitzen die kleinen Teufel, die uns ins Wasser geworfen haben. Ah, du hast ein scharfes Auge, Emma. Die sind eine Gefahr für uns. Wieso? Es sind doch nur Kinder. Ja. Hör zu, Holzkopf. Ich hab einen Holzsplitter im Finger. Ah, ja? Du hast dich wohl am Kopf gekratzt. Die Figuren sind nicht mehr im Wasser. Sie haben sich bewegt. Hast du das gesehen? Bewegt ohne Strom. Hast du das gesehen? Ja. Verdammt, wie kann das passieren? Umbo, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch auch nicht... Wahnsinn. Nein. Anhalten! Anhalten! Oh. Ja, sagt mal, wo sind denn die Figuren? Tja, die sind lebendig geworden und abgehauen. Wo Kriebstein ist mein Eigentum, ich lad euch ein. Oh. Das wird unser Ziel. Und wenn ich König bin, dann dürft ihr meine Untertanen sein. König? Ja, das wird sich zeigen. Zwerg! Nenn mich nicht Zwerg, du Hexentrude. Rumpold ist mein Name. Er steht für Macht und Ruhm.
und Geld. Du siehst aber aus wie Rumpelstilzchen. Du Mann, Wurstgesicht, du Paxel, du... Wurst? Hört zu, ehe ihr in Streit geratet, lasst uns zusammenhalten, Gevattern. Nur vereint haben wir Aussicht auf Erfolg. Das ist bestimmt ein schöner Beruf. Oh ja, Kinder, das kann ich euch sagen. Akasse Top mit Aufstiegschance ist Polizist. Wow, wow, Polizist. Man ist ein Typ und sehr beliebt als Polizist. Wow, wow, Polizist. Wenn ich ganz wichtig durch die Straßen gehe und dann vielleicht mal den Verbrecher sehe, frag ich ihn nach dem Personalausweis und nehm ihn fest, wenn er nicht weiß. Hey, meine Holzfiguren aus meiner Geisterbahn, die haben sich selbstständig gemacht, sind lebendig geworden und sind abgehauen. Ach so. Ja. Verstehe. Sie werden sich sicherlich nicht wundern, aber ich muss Sie das fragen. Sagen Sie, haben Sie Restalkohol? Sie sollen nicht immer betteln. Was? Wir würden eher auf einen schlichten Besen reflektieren. Hier gibt's doch keinen Besen, gute Frau. Oh. Außer mich vielleicht. Das hier ist eine Schießbude. Piff, paff, puff. Und wenn ihr wirklich gut seid, was ich nicht glaube, so wie ihr aussieht, dann könnt ihr hier meinen Hauptpreis gewinnen. Einen Staubsauger. Das ist doch auch so eine Art Besen. Hab Dank, werte Piff, Paff, Puff, Mutter. Und bleibe sie uns wohlgewogen. Ja, sehr wohl, doch wohin so schnell? Ah, hallo, Herr Hauptkommissar. Ja, hier ist Bullerjan. Ja, wissen Sie, ich spreche gerade mit einem ganz schicken Bürger. Das... Nein! Nein, ich esse keinen Chicken Burger, nein! Ja, ich spreche mit einem gewissen Herrn Kaiser. Na, Krüger! Ja, mit dem Herrn Krüger von der Gespensterbahn. Er sagt, die Geister sind entlaufen. Was? Nein, er hat nicht gesagt, der Meister ist saufen. Es ist etwas verschwunden, so wie weg, nicht mehr da. Holzfiguren, ja? Was? Welche Frisuren? Der Riese hatte dunkle Locken und große Koteletten bis hier unten und die Hexe hatte eine lange Mähne und der Zwerg hatte rotes Haar und einen hässlichen Spitzbart wie Walter Ulbricht. Gut, habe ich verstanden. Herr Hauptkommissar, also, der Riese hatte lange große Locken und ein dunkles Kotelett in der Mähne. Die Hexe hat einen langen Spitzbart und Walter Ulbricht hat unten einen roten hässlichen Zwerg. Schicken wir ihn zu einer Selbsthilfegruppe für anonyme Diktatoren. Was hat er? Sag, hast du an einer Tollkirsche genascht? Oh! Tollkirsche genascht! Ich lach mich kaputt! Ihr wollt Menschen werden. Was ist daran so toll, dreist, komisch? Das wird so leicht nicht sein, liebste Emma. Wir drei wissen, dass wir Menschen waren und um unserer Taten wegen verwandelt wurden. Das Wasser hat uns lebendig gemacht. Doch für wie lange? Was braucht's, um wieder Mensch zu sein? Für mehr als eine Tändelwoche. Weißt du's? Nein. Weißt du's? Nein. Das Geheimnis und die Antwort auf all diese Fragen befinden sich hier drin, in dieser Burg. Meiner Burg,
drauf zum Angriff auf unsere Zukunft. Gehen wir da jetzt rein? Genau. Ich werde reden und du aber nur wenig. Und du, Holzkopf, du bist stumm. Ich soll denen sagen, dass ich stumm bin? Nein! Der Kerl macht mich scharlachrot. Hä, wo ist denn unser Chef? Wie alle Chefs. Ganz hinten in der vordersten Reihe. Oh. Er hat einen roten Schlips um. Ach nee, ist ja seine Zunge. Halt! Stopp! Wir machen jetzt hier eine Pause. Ja, hier Monster 1. Wir haben die Burg Kriebstein erreicht, aber nichts erreicht. Also keine fliegenden Ungeheuer gesichtet, obwohl wir sie intensiv verfolgt haben. Das Objekt ist vom Radar verschwunden. Die Suche wird eingestellt, die Aktion abgebrochen. Hm. Wir gehen davon aus, dass der ganze Vorfall eine optische Täuschung war. Haben Sie verstanden, Monster 1? Ja, das optische Täuschung? Ja, das habe ich verstanden, Monster 2. Hallo! Wir dürfen nicht auffallen! Ich dachte nur, dass vielleicht der niederträchtige Giftzwerg die Kinder hier schon reingeworfen hat. Boah, das ist ein hornaltes Buch. Mann, ist das abgefahren. Na, zeig mal. Anthologica. Annalen und Sagen um die Burg Kriebstein. Ja. Von 1760. 1760? Hatten die da schon Papier? Natürlich, die Hirnschnalle. Die mussten sich doch irgendwie den Popo abwischen. Und da haben die Bücher genommen? Boah, du bist mir unheimlich. Hä? Unheimlich blöd. Selber? Moment mal. Hier, ein Zettel. Handgeschrieben. Boah, kannst du das entziffern? Mhm. Oh Gott, ist das eine Sauklaue. Wie die vom fetten Benjamin. Der schreibt auch, als hätte ein Hamster aufs Papier gepinkelt. Boah, gib noch mal her. Nein, warte. Hm? Zauberspruch? Verwandlung? Klebender Ginster? Oh, klebender Ginster. Lebender Geister. Mit dem Spruch können wir diese Gruseltypen zurückverwandeln, egal wie nass die sind. Das werdet ihr niemals. So ein fieser Stinksack. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Ich hätte mir fast den Dieb. Ich hab mir in die Hosen gemacht. Da ist es. Edel im Stahl und von gehöriger Zauberkraft. Das Sachsenschwert! Oh, oh, oh. Solange lagst du ungenutzt, wirst ab nun stets mein Begleiter sein. Jetzt werd ich König rum. King Machtvoll und nicht plump. Bin der mächtigste im Land. Und das durch eine Hand. Der Spruch, der das Schwert vortrefflich macht, zum Zauberschwert. Magicus! Gladius! Diabolus! Halt! Stehen bleiben! Kein Schritt näher an mein Leib! Das Schwert wird euch behende töten! Hör auf, das, was
was ihr sagt. Er ist ein gefährlicher, verbissener und hässlicher Murke. Oh, noch ein Wort über körperliche Unzulänglichkeiten und du kannst zugleich dein Gesäß als Mütze tragen. Kriebstein ist mein! Ich beherrsche die Burg! Sag mal, das ist doch das. Ach, das ist mein neuer Gap. Was? Der hat aber ein merkwürdiges Kartengerät. Nee, das ist Rumpelstilzchen aus meiner Geisterbahn. Jetzt wirst du es selbst erleben, Wolfgang. Lass uns schnell runtergehen. Ja. Haltet den Zwerg! Er ist auf der Flucht! Ja! Ja! Er ist ein Fluchtzwerg! Jetzt bist du dran, du Gossengnom! Halt stehen bleiben, Geselle! Das Schwert ist scharf! Jeder, der es berührt, wird verbrennen! Oh, Hände hoch oder ich schieße! Oh, verdammt, ich hab den Bolzen vergessen! Oh, ah! Burgvogt, du bist der Erste! Ah! Ja! Ja! Bitte helft mir! Macht mich feucht! Pullert mich an! Ich hab doch eine Holzallergie! Ich wollte doch immer nur das Beste! Ich liebe euch doch alle! Den Satz habe ich schon mal gehört!